So, meine Lieben, also an alle, die ich habe es erfahren, viele verstehen es falsch, wie AK funktioniert. Darum erkläre ich es nochmal. Exklusiv auf YouTube sogar. Okay, Leute, mir geht es zwar nicht so gut, ich habe immer noch Zahnschmerzen, aber ich versuche mein Bestes. Also, die meisten Leute, die machen einen riesengroßen Fehler. Die klicken auf diesen Button auf Weiter. Ja? Und wenn sie das machen, dann gelangen sie meistens in den aktuellen Allianzkrieg. Oder sie gelangen in eine Liste, wo steht zugewiesen. So, wenn jetzt eine Liste vor in der aktuellen Zeit, also jetzt läuft ein AK. Und im aktuellen AK ist jetzt diese, genau, ist jetzt diese Liste vor zugewiesen, wo steht zugewiesen. Und diese Liste, wo ganz genau steht, dass da zugewiesen ist, ja? Das ist hier, ne? Reserviert. Diese Liste ist die aktuelle, die es nur gibt für diesen AK-Krieg. Das heißt, wenn ihr jetzt etwas platziert und ihr wollt daran teilnehmen, dann kann das nicht funktionieren, weil Kabam hat das so ein System geändert und gemacht. Deswegen sagt auch Kabam das auch in der Videoanleitung. Ich erkläre es jetzt auf Deutsch. Dass ihr könnt nicht in einem aktuellen Krieg mitmachen. Kriege dauern immer 2 Tage. Ne? Das sind 2 Tage Kriege. Ne, das seht ihr, das sind noch ein paar Stunden, die der Krieg geführt wird. Und dann startet die Vermittlung. Und Kabam hat es so gemacht. In dieser Zeit, wo jetzt ein aktueller Krieg ist und diese Vermittlung steht, in dieser Zeit kann man platzieren. Und wenn diese Vermittlung gestartet ist, wenn diese 1 Tag und 3 Stunden, 2 Minuten ablaufen, dann ist wieder Krieg. Das muss man ganz, ganz, ganz psychologisch gesehen verstehen. Weil das ist sehr kompliziert für die meisten, sich das vorzustellen. Obwohl es sehr einfach ist. Kabam sagt sich, es gibt keinen mehr 1 Tag warten und nochmal 1 Tag warten auf den Gegner. Das gibt es nicht mehr. Sondern ich platziere einfach zu jeder Zeit die Helden und dann kann ich bei der nächsten Vermittlung, die gestartet wird, mitmachen. Okay? Das heißt, noch einmal in der Ruhe, das ist nicht einfach. Ich habe hier 23 Stunden 58 Minuten. Was ist das für eine Zeit, die da abläuft? Weil es kann ja nicht sein, dass das die Zeit ist, weil da haben wir noch 6 Tage Krieg. Das ist richtig. Diese Zeit, die ihr hier seht, das ist die Kriegszeit, die noch übrig ist, um am Krieg teilzunehmen. Aber wenn ihr vorher nicht eingeteilt gewesen seid, okay, dann könnt ihr nicht teilnehmen an diesem Krieg, der jetzt läuft. Sondern erst in 1 Tag und 3 Stunden und 1 Minute. Okay? Das heißt dennoch, dass viele einen Fehler machen, sie klicken auf Weiter-Button. Don't do it. Macht einfach Folgendes. So, ich habe hier meinen Pinsel. Klickt ganz genau nicht auf diesen Button, sondern klickt einfach auf diesen leeren, auf das leere Feld oder beziehungsweise hier rein in die Mitte oder da, aber nicht auf den Button. Denn wenn ihr hier reinklickt, ne, einfach hier aufs Bildchen oder da oder so, ne, dann gelangt ihr in diese Kriegskammer und Helden platzieren. Und jetzt müsst ihr auf Helden platzieren klicken. Ne? Auf diesen Helden platzieren, da müsst ihr draufklicken. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr dann auf Weiter klickt oder auf Beitreten. Ja? Wenn ihr beigetreten seid, dann sieht man das. Ja? Wenn ihr alles richtig gemacht habt, da habt ihr eure Champions gestellt. Und dann kann man das sehen. Und dann ist es so, ihr könnt jetzt in diesem AK nicht teilnehmen, wenn ihr platziert habt, sondern erst im nächsten AK. Aber wenn ihr merkt, diese Zuweisung, das wird sich noch ändern, diese Zuweisungen, das ist alles so blöd von Kabam gemacht. Ich weiß das, ich habe mit Kabam geredet, das ändert sich, aber erst nächstes Jahr. Voraussichtlich Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Aber wenn die Zuweisung von mir neu zugewiesen wurde, diese aktuelle Zuweisung, die wird erst aktiv, ganz genau in 1 Tag und 3 Stunden.
Erst dann wird die aktiv. Vorher ist noch die alte Zuweisung. So, ich hoffe, dass das hat einem geholfen. Falls es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare rein. Aber weil ich meine Zahnschmerzen habe, weil es mir nicht gut geht, müsst ihr auf den nächsten Tag warten, wenn du dich antworte. Von daher, macht's gut, peace and out. Demnächst folgen neue Videos. Bis zum nächsten Mal.